Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war heute Großeinkauf machen und ich dachte, ich zeige euch den Einkauf mal, zeige euch mal, was ich so mitgenommen habe. Ich war bei Rewe und bei Lidl heute, war so eigentlich nicht geplant, aber ich bin bei Lidl vorbeigefahren und dachte, okay, fährst du da auch mal wieder hin? Ich war da schon ewig nicht mehr. Und tatsächlich habe ich auch das eine oder andere dort gefunden. Ja, aber das meiste habe ich bei Rewe gekauft. Ihr wisst ja, Rewe ist so, ja, mein Laden, wo ich einfach immer meinen Einkauf mache. Und es sind auch drei große Einkaufstüten geworden. Und ich würde euch das jetzt einfach mal zeigen. Durchgemischt. Ich habe jetzt nicht sortiert. Rewe, Lidl. Aber das erste, was ich gekauft habe bei Rewe, ist eine Kiste Wasser. Und zwar diese hier. Eigentlich haben wir immer das Alstertaler Wasser. Aber das war bei uns ausverkauft, deswegen bin ich jetzt hier einmal auf dieses umgestiegen. Genau, ich finde das Alstertaler besser. Ich habe das gerade schon probiert, aber genau, wir brauchen unbedingt Wasser. Deswegen habe ich davon eine Kiste mitgenommen. Und dann machen wir auch mal weiter. Wie gesagt, drei große Einkaufstüten sind es geworden. Und ich habe übrigens bezahlt bei Rewe 60 Euro, aber da hatte ich noch 10 Euro Pfand, das heißt 70 Euro. Und bei Lidl waren es ungefähr 45 oder sowas. Genau, bei Lidl habe ich aber auch sehr teure Sachen gekauft, das zeige ich euch dann gleich. Einmal bei Rewe, zweimal Möhren, die waren nämlich im Angebot da. Genau, 1 Euro der Strauch. Dann habe ich bei Lidl einmal Kabeljau mitgenommen. Der war auch mega günstig. 50% und hat nur noch 2 Euro gekostet. Für Kabeljau. Dann habe ich auch bei Rewe einmal hier diese Salatherzen mitgenommen. Die waren auch im Angebot für 1 Euro. Dann Mini-Cherry-Tomaten waren auch bei uns im Angebot. Ich glaube auch irgendwas mit 1 Euro. Einmal Porree von Rewe. Dann bei Lidl geriebenen Gouda. Der ist unglaublich teuer geworden, finde ich. Also bei Lidl kostet der schon 2,20 Euro. Dann habe ich noch einmal von Lidl mitgenommen diese Cherry-Tomaten. Die finde ich mega, mega lecker. Die sind nämlich richtig schön bissfest und das mag ich bei Tomaten sehr, sehr gern. Deswegen kaufe ich die sehr gerne. Dann habe ich noch Kochschinken mitgenommen und Salami. Die ist auch gerade bei Rewe im Angebot gewesen. Dann noch einmal Königsgemüse von Iglo. Das mag ich auch super, super gerne mit dem Blub dazu. Schmeckt mega lecker. Dann passierte Tomaten von Rewe. Die braucht man ja einfach auch immer irgendwie. Dann noch einmal Bananen von Rewe. Die waren auch gerade im Angebot. So, erste Tüte schon mal leer. Zweite Tüte, die ist schon ein bisschen schwerer. Einmal Nudeln von Rewe, die sind auch total teuer geworden. Die kosten ja auch schon fast 1 Euro. Dann habe ich bei Lidl noch so zwei Fladenbrote mitgenommen. Da wollte ich heute Abend was zaubern für Felix. Dann gab es von Lidl auch noch einmal Erdbeeren. Die waren auch im Angebot gerade für 2,50 €. Dann habe ich noch eine Gurke bei Lidl mitgenommen. Und bei Rewe ganz viel Zucchini, weil da war die Zucchinis waren da im Angebot, der Kilo 1 Euro. Und da mache ich dann eine schöne Zucchini-Suppe draus. So eine Cremesuppe. Deswegen habe ich richtig, richtig viel davon mitgenommen. Dann habe ich noch bei Lidl richtig cool hier diese Pflaster entdeckt von Pepper Woods. Da wird Lidl sich auf jeden Fall freuen. Und dann gab es noch bei Rewe zweimal Paprika, auch die war gerade im Angebot bei Rewe. Und einmal Weintrauben, auch von Rewe. Dann habe ich hier diese Käsebrötchen, die lieben wir im Moment total. Die kosten 1,80 € bei Rewe bei uns. Und die sind mega lecker, weil die richtig schön soft sind. Dann war auch im Angebot einmal hier diese Lachgummi-Gartenzwerge aus Gemüsesaft. Die sind ja ganz neu. Die wollte ich unbedingt mal probieren. Und die sind gerade im Angebot bei Rewe für 77 Cent.
Dann habe ich auch ganz neu hier Maultaschen gesehen. Und wir hatten das letzte Mal im Restaurant, dass Felix gesagt hat, er wird das gerne mal probieren. Und da habe ich die jetzt gesehen bei uns im Rewe und dachte, okay, dann nehme ich die auch mal mit und probiere das mal. Die kosten irgendwas mit 1,60 oder 1,70 bei uns. Genau, einfach so Maultaschen. Ich wollte es einfach mal probieren. Selber machen traue ich mich noch nicht so ran, aber werde ich wahrscheinlich auch mal probieren. Aber genau, deswegen habe ich die jetzt einfach mal so mitgenommen. Genauso wie Tortellinis habe ich auch einmal hier von Rewe mitgenommen. Dann bei Lidl einmal Mundspülung. Und bei Lidl auch noch einmal Feuchttücher. Und zwar hier diese Wasserfeuchttücher. Die habe ich noch nie probiert. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Kosten 1,25 Euro. Diese kleine Packung finde ich sehr, sehr viel. Aber ich bin gespannt, wie die sind. Dann noch einmal Erbsen und Möhrchen von Rewe. Ganz viele verschiedene Gewürze habe ich heute noch mitgenommen von Rewe. Paprika, Gyros. Ein paar Bohnen habe ich noch mitgenommen. Tomaten. Auch die waren im Angebot gerade bei Rewe. Knoblauch und zwei Zwiebeln. Dann Schmand, Creme Fine von Rama. Creme Fraiche. Nochmal passierte Tomaten. Dann noch einmal fein gehackte Tomaten. Übrigens hat Rewe hier so ein neues Design. Finde ich richtig schön. Muss ich mal dazu sagen. Ja, dann einmal Spaghetti, aber aus Dinkel. Die essen wir gerade total gerne. Und einmal Tomatenmark. Genau, das ist die zweite Tüte. Dann kommen wir auch schon zur letzten Tüte. Verhütung muss sein. Einmal Kondome von Lidl. Dann habe ich hier bei uns im Rewe, da gibt es die. Bei uns hier aus der Region ist das. Das sind so Säfte, die sind mega lecker. Die kommen aus Mölln. Apfelsauerkirsch habe ich einmal mitgenommen. Den kenne ich noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, wie der ist. Und den kenne ich aber schon. Einmal den Apfelsaft in Naturtrüb. Der schmeckt mega lecker. Und wie gesagt, kommt hier bei uns aus der Region. Dann habe ich für Felix einmal Energy mitgenommen. Rockstar ist gerade bei Rewe im Angebot. Wir kaufen da immer das, was gerade im Angebot ist. Und bei Lidl gibt es hier diese günstigen Energies. Und da habe ich auch nochmal zwei mitgenommen für Felix. Für die Arbeit braucht er das manchmal. Dann nochmal gehackte Tomaten. Ein Bund Orangen von Lidl sind die. Da sind die auch gerade im Angebot für 2 Euro. Noch einmal ein Chili-Gewürz von Rewe. Dann habe ich noch einmal Schinken für die Zucchini-Suppe mitgenommen. Noch einen geriebenen Käse. Dann einmal Zahnpasta Colgate von Lidl. Einen Orangensaft von Rewe. Und zu guter Letzt ein Blumenkohl. Auch der war bei Rewe im Angebot und zwar für 1 Euro. Und da würde ich gerne Blumenkohlreis draus machen. Habe ich heute Morgen ganz frisch gesehen. Und würde ich genau sehr, sehr gerne machen. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Vor allem, wie das den Kindern schmeckt. Aber das habe ich auf jeden Fall vor. Damit. Ja, und das war's auch schon wieder. Ja, das sind über 100 Euro, die jetzt hier liegen auf dem Tisch. Genau, aber natürlich ein paar Sachen dabei, die einfach ein bisschen teurer waren. Jetzt die Säfte zum Beispiel, Zahnpasta und die Kondome und sowas. Das ist natürlich alles ein bisschen teurer. Genau, aber das war's auf jeden Fall. Ach so, ich habe im Auto noch eine Wassermelone und eine Cola. Cola ist nämlich auch gerade bei Lidl im Angebot, aber da habe ich nur eine Flasche mitgenommen. Genau, aber sonst ist das eigentlich alles, was ich so gekauft habe. Wenn ihr mehr von diesen Food Hauls wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und was wollte ich noch? Ach so, genau. Ich wollte euch noch fragen, ob ihr Lust habt, dass ich euch mal eine Woche lang mitnehme, so bei den Sachen, die wir so essen. Also einfach so ein Food Diary, glaube ich, nennt man das. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Dass ich euch auf jeden Fall immer filme, was wir essen jeden Tag, den ganzen Tag über, auch Snacks und alles zwischendurch. Genau, damit ihr da mal so einen Überblick habt. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein, auch für mich mal selber.
Genau, da könnt ihr ja wie gesagt einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wissen wollt. Genau, und vielleicht auch so ein paar Rezeptideen. Habt ihr da vielleicht auch Lust drauf? Also, genau, vielleicht, dass ich einmal ab und zu mal ein Rezept mitfilme oder so. Schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Und dann hoffe ich, euch hat dieser kleine Food Haul gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Video. Genau, wir sehen uns hoffentlich. Tschüssi!